Hallo ihr Lieben, ich habe Ihnen und Euch ja eine Entdeckung mitgebracht. Anna Maria Caspari, Ginsterhöhe, erschien im Uhlstein Verlag. Ein Buch, das mich wirklich von der ersten bis zur letzten Seite begeistert hat. Es ist ein Stück ganz besonderer Zeitgeschichte und das erzählt sie sehr intensiv anhand einer kleinen Dorfgemeinschaft. Es spielt in einem Dorf Wollseifen, mitten in der Eifel. Und das Ganze hat einen historischen Hintergrund. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das auch nicht so auf dem Schirm hatte. Es beginnt 1919, der Erste Weltkrieg ist gerade zu Ende. Und in diesem kleinen Dorf, in dieser Gemeinschaft, sind alle Menschen darüber froh, über jeden jungen Mann, der aus dem Krieg zurückkommt und wieder mit anpacken kann. So geht es auch der Familie von Albert Lintermann. Albert ist ein angesehener Bauer. Er wird beschrieben als groß, kräftig, zupackend, sehr herzlich, sehr liebevoll und sehr gut aussehend. Und er kommt zurück und seine Mutter sagt nur, Junge, da bist du ja, wie wahrscheinlich alle Menschen gesagt haben, wenn die Jungs aus dem Krieg zurückkommen. Albert ist nicht nur schwer traumatisiert, er hat Schreckliches erlebt. Er hat in erster Front in den Schützengräben gekämpft und hat dabei auch seinen allerbesten Freund verloren, musste mit ansehen, wie dieser stirbt. Und er selber trägt eine ganz schwere Gesichtsverletzung. Und das macht ihm natürlich ziemlich zu schaffen, auch den Menschen, mit denen er zu tun hat. Mit der Zeit gewöhnen sie sich daran, denn Albert ist so ein Typ, so, der kann zupacken, der weiß, was los ist. Er gehört zu der jungen Generation, die auch den Fortschritt in das Dorf bringen wollen. Und darum geht es auch, dieses Dörfliche, diese Gemeinschaft, dieser Zusammenhalt, dass die Menschen alles voranbringen wollen, gerade diese Generation, die aus dem Krieg zurückgekommen ist. So schaffen sie es auch, schafft er es auch und alle Menschen mit ihm, die in dieser kleinen Gemeinschaft leben und arbeiten, dieses Dorf voranzubringen. Es wird ein Stromnetz installiert, alle haben dann Strom, Elektrizität zu Hause, es wird an die Wasserversorgung angeschlossen. Also es geht vorwärts. Albert hat natürlich auch mit seinen traumatischen Erlebnissen zu kämpfen und vor allen Dingen mit seiner wirklich unglaublich schweren Gesichtsverletzung, die es ihm auch sehr schwer macht, wieder einen sehr liebevollen und innigen Umgang mit seiner Frau Bertha zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz, Albert kämpft, die ganze Dorfgemeinschaft kämpft, bis zu dem Tag, als ein, ich würde mal sagen, ein etwas dubioser Mann in dieses Dorf zieht. Er hat den Gutshof, den alten Gutshof, erworben und führt sich so richtig als Gutsherr auf. Und dieser Mann bringt eine ganz schwierige Stimmung so in das Dorf. Er hat ein unglaublich schlechtes Benehmen, würde man sagen, und er hat eine sehr schlimme, eine sehr radikale Auffassung. Er hetzt gegen Juden, er hetzt gegen behinderte Menschen, er geht mit seinen Arbeitern auf dem Hof unglaublich schlecht um und er genießt im Dorf ein bisschen, alle genießen ihn so ein bisschen mit Vorsicht, denn sie können den Mann nicht so richtig packen. Dann wird 1920, 21 die NSDAP gegründet. Und dieser Mann stellt sich als etwas ganz Großes dar. Also er vertritt diese Meinung absolut. Und vor dem Zeitgeschehen dieser Zeit, vor den historischen Ereignissen dieser Zeit, da hat Anna Maria Caspari eine ganz großartige Geschichte geschrieben. Sie verwebt Fiktives mit tatsächlich Geschehenem, nämlich den historischen Fakten um die Gründung der NSDAP, die Zeit Hitlers und das Ganze vor
den wahren Begebenheiten in dem kleinen Dorf Wollseifen, das mitten in der Eifel liegt und das als die NSDAP, also als Hitler die Macht ergreift, beinahe den Faden wieder verloren. Als Hitler die Macht ergreift, wird da ein Flugplatz gebaut. Es ist die Ordensburg Vogelsang. Das sagt vielleicht vielen was, mir zu meiner Schande sehr wenig. Und ich war sehr froh, dass Anna-Maria Kaspari im Anhang nochmal so ein bisschen die Geschichte des Dorfes in groben Zügen erzählt. Es ist ein Dorf, das heute als totgesagtes Dorf gilt, weil es wirklich eine unglaublich schwere Zeit erlebt hat. Die Menschen da immer gekämpft haben um ihre kleine Gemeinschaft, aber sowohl die Nazizeit ihnen zugesetzt hat, als auch nachher die Besatzungskräfte. Die Menschen wurden vertrieben und haben alles verloren, mussten sich eine neue Heimat suchen. Und das verbindet sie oder verwebt sie so fantastisch, so spannend, dass man eigentlich gar nicht aufhören kann zu lesen. Mich hat es absolut begeistert, sowohl die Geschichte um die Familie Lintermann, um Albert ganz besonders, als auch der historische Hintergrund, der so fantastisch in diese Geschichte hineinverwoben ist, dass Zeitgeschichte lebendig wird. Eine ganz große, für mich eine ganz große Bereicherung. Anna Maria Kaspari, Ginsterhöhe, erschien im Ullstein Verlag.